damit ich dann das auch auf YouTube hochladen kann. Das passiert mir meistens. Okay, entschuldige. Und von dem her, heute nochmal, ich bin total neugierig. Ich habe selber auch mal Wachsplatten gemacht. Das war so semi-erfolgreich, aber wie du hast mir da schon Bilder geschickt gehabt, was du gemacht hast. Und deswegen, ihr könnt euch heute, glaube ich, wirklich auf was freuen, was du da vorbereitet hast. Und wenn es Fragen gibt, ich sehe auch jetzt auf meinem Handy, dass es gut zu sehen ist, auch die Kommentare, dann kann ich die auch ein Auge drauf haben, wenn du dann am Arbeiten bist, Martina. Genau. Ich bin eigentlich vielleicht auch kurz, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Also mich hat das wahnsinnig genervt, dass ich eine Kerze machen wollte für meine Schwester für ihre Hochzeit. Und da eigentlich das Thema gehabt habe, ich will was machen, was sicher ist, wo ich mir nicht jedes Mal Gedanken machen muss, brennt das jetzt ab, fackel ich die Bude ab oder atme ich da giftige Dämpfe ein oder whatever. Das bin ich mir ehrlich gesagt, wenn ich ein Vinyl auf eine Kerze plott, nicht sicher, was da Ja, mit der nein, Folie ist passiert nicht zu oder auch bei empfehlen, ja. Servietten oder Wasserschiebefolie. Gibt es natürlich, ich weiß, dass das viele machen, das schaut super schön aus, ja. Für mich persönlich, und das ist, muss ich heute auch dazu sagen, also das ist die Technik, die ich verwende und wo es mir persönlich darum gegangen ist, zu sagen, ich möchte gern mein eigenes Handlettering auf eine Kerze bringen. Und das möglichst sicher. Und für die Hochzeitskerze meiner Schwester habe ich das erste Mal ausprobiert. Die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil die habe ich ihr ja schon geschenkt. Also das nicht, aber also es ist jetzt farbtechnisch jetzt nicht das Highlight, aber damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, was wir heute machen. Aber ich finde, das schaut schon, also ich finde das Rosa schon schön, ja. Und ich weiß, es ist eine Testkerze, aber ich finde das, man sieht doch, wie filigran du das dann doch geschnitten hast. Das ist schon Also mal, unglaublich, ja. muss ich das mal ein bisschen Ja. anschauen, also damit ihr wisst, was euch erwartet. Es ist jetzt natürlich weihnachtlich, weil so kurz vor Weihnachten wäre es halt jetzt schade, wenn man da irgendwie. Also man kann das Ganze auch super als Familienkerze machen. Ich habe letztes Jahr meiner Schwiegermutter eine Kerze geschenkt, da ist irgendwie ein Spruch drauf gestanden, Familie ist. Das Weiß ich Wichtigste. nicht mehr. Irgendwas mit Glück. Da habe ich es nur mit dem Candleliner gemacht und habe mich schon so geärgert. Und heuer wird sie dann eine wunderschön verzierte Weihnachtskerze kriegen. Ja. Genau, also da. Candleliner, das wirst du später noch erklären, genauer, was das ist für Leute wie mich, die das vor dir noch nicht gewusst haben. Ja. Genau. Und ja. Super. Ich werde dann auch zwischendurch kurz mal euch das jetzt versuchen, Schritt für Schritt zu erklären, oder? Hätte ich gesagt? Genau. Und wenn es Fragen gibt, wie immer, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde das dann wie immer assistenzmäßig vorlesen und an dich weiter, damit du das dann beantworten kannst. Und dann würde ich einfach sagen, wir können gern starten. Also ich glaube, alle Gut. sind bereit und freuen sich. Und ich bin total begeistert, wie viele dabei sind. Also echt, ich freue mich über eure Spontanität. Ich mich auch, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Gott sei Dank habe ich mir geschminkt, aber ich bin jetzt überbelichtet durch meine Ja, ich merke es auch. Stunden. Ich habe hier so, ich habe ja genügend Stirn, dass auch das Licht sich schön spiegelt. Also, aber es werden ja bald alle auf deine Hände schauen und nicht auf meine Stirn. Von dem Genau. her. Muss ich die andere Kamera jetzt noch umstellen? Nee, du Nur musst zwischen. gar nichts. Also ich stelle um und habe hier auch schon dich jetzt daneben in kleiner und hier auch das, was du da vor dir hast, in groß. Genau, man sieht jetzt quasi alles. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, nur damit ich weiß, wo du da, Die wo wir da erste um. Frage ist schon da, welche Wachsplatten, aber ich glaube, wir machen eins nach dem anderen und liebe Sigrid, das wird die Martina auch dann beantworten, ne? Genau, also ich glaube, ihr seht hier das da schon mal ganz gut. Ich habe mir ein Motiv vorbereitet, das habe ich selber entworfen und designt. Also das ist ein, das heißt Frohes Fest. Das ist auch das, was auf der Kerze drauf ist. Beim Herstellen von der Datei, warte, ich zeige euch das kurz noch im Procreate, ich glaube, da sieht man das besser. Beim Herstellen im Procreate habe ich wirklich darauf geachtet, dass die Linien einfach nicht zu zart sind, sondern dass die wirklich schön, also ein bisschen eine Stärke haben. Also zu filigran Ja, wird wobei, schwierig. also ich Also finde das schon sehr filigran, wenn ich bedenke, dass das für Wachsplatten trotzdem noch geht, hast du da doch, also das ist nicht ohne, das ist schon super.
Aber ich weiß schon, also, was du meinst. Noch filigraner mit Handlettering. Leichter. Also zum Vergleich, wie filigran kann man blocken? Ich zeige euch das dann nochmal. Ja, das sieht immer super. Also ich habe da meine Weihnachtskerze gemacht. Wow. Das ist jetzt, die hat so circa 9 cm, also der Schriftzug ist circa 6 cm breit. Ja. Es geht sicherlich noch eine Spur kleiner, aber irgendwo hat es da auch dann Grenzen. Ja, ja. Also das ist dann schon Limit. Aber deswegen sage ich, wenn man auf Nummer sicher gehen will, macht euch das Leben am Anfang nicht schwer. Schaut wirklich, dass ihr ein Motiv habt, wo ihr ein bisschen dickere Linien habt, dann tut es euch am Anfang leichter runter reduzieren und immer dünner werden kann man immer noch. Aber am Anfang würde ich tatsächlich mit ein bisschen einem, mit dickere Linien arbeiten. Ja, genau. Ja. Das Ganze habe ich mir für alle, die den ersten Livestream nicht gesehen haben, ihr könnt euch das gerne nochmal anschauen, in der App Procreate mit meinem Apple Pencil und einem eigens gestalteten Brush Pen erstellt. Dazu könnt ihr euch gerne nochmal das Live anschauen. Ich habe es bei mir auf meiner Webseite gespeichert, die Miriam hat es bei ihr auf der Facebook-Gruppe und auf ihrer Seite gespeichert, glaube ich, oder? Genau, ich glaube ja, und vor allem, also auf der Seite findet man es da gibt es einen Reiter Videos, da sieht man alles, was mal war. Und ich glaube, ich habe es damals auch nicht aufgezeichnet für YouTube. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, dass ich es vergessen habe. Da habe ich, glaube ich, gar nicht dran gedacht, ja. Aber es ist auf jeden Fall, kann man sich das noch anschauen, wie ich diese Letterings erstelle. Also das ist ein eigenes Thema, das werden wir heute nicht machen. Das dann als PNG mit transparentem Hintergrund einmal abspeichern. Dann kann man es in der entweder in Silhouette Software oder im Design Space weiter bearbeiten. Mhm. Ich sehe nur, bei einer ist der Ton ausgefallen, aber ich denke, ja doch, die anderen hören uns noch, weil da gerade die Antwort kommt, vielleicht neu starten. Es ist immer nur momentan mit Facebook so, dass ich echt immer so ein bisschen Angst habe, dass da generell was nicht klappt, scheint aber nicht an uns zu liegen. Okay. Na, ich glaube, es funktioniert noch. Ja, also. Ich glaube auch. Ja. Gut. Genau. Das heißt, ich habe mir das jetzt in meinem Design Space einfach vorbereitet. Auch die Größe, also das schaue ich mir jetzt an. Also ich habe 3 Kerzen zur Auswahl. Warum ich auch Kerzenwachs verwende, vielleicht auch noch ganz interessant ist. Ich nehme jetzt da so eine, also es geht gar nicht runter dann, Achtung, Werbung. Unbezahlte, freiwillige, selbst gekaufte Werbung. Aber jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich sollte in Zukunft alle meine sowieso mit Werbung betiteln. Das vergesse ich auch immer, weil man nie weiß, was alles ins Bild kommt. Und ich glaube, das sollte ich mir angewöhnen, einfach eingeblendet zu lassen. Aber diese Kerzen, also in dem Fall mache ich gerne Werbung, weil ich mag die sehr gerne. Das sind die Bolsius-Kerzen. Das sind so Rustik-Kerzen. Die haben so eine wirklich eine schöne Struktur. Ja. Weiß nicht, ob man das da gut sieht. Ja, total schön. Ja, und ich persönlich mag halt wirklich diese Kerzen sehr gern, habe aber das Problem, mit Wasserschiebefolie, denn ist die schwarz, nicht? Also dann habe ich auf so einer Kerze eine schwarze Folie drauf, also ein schwarzes Motiv drauf. Ich will das aber in Weiß haben. Mm. Ja? Also das ist wirklich was, wo ich sage, mit ein Grund, warum ich mich da ein bisschen damit beschäftigt habe. Ich nehme jetzt diese grüne Kerze, ich hoffe, man sieht das gut. Ja. Eben mit diesem Rustik-Effekt. Die hat eine Höhe von, schauen wir mal, 19 cm und einen Durchmesser von 6,5. Also das heißt, ich werde mein Motiv so bei 6,5 auch lassen in der Einstellung von der Breite her. Ich stelle mir das jetzt im Design Space ein, dass die, schau mal, wie groß das ist. Ja, das hat jetzt eine Breite von 7. Ich mache es jetzt eine Spur kleiner auf 6,5. Genau, ich habe mir, was ich noch gemacht habe, sieht man nicht schlecht. Ich tue da kurz raus. In Service. Naja, das ist jetzt ein wichtiger Schritt, nämlich ich habe dieses Frohe, das Fest. Und das Haus auf einer eigenen Ebene. Mhm. Natürlich fein, wenn das geht, weil dann kann ich nämlich das Schritt für Schritt extra blocken und jedes einzeln machen.
Weil alles auf einmal schneiden ist mir persönlich ein bisschen zu riskant. Ja, wahrscheinlich, weil man auch dazu sagen muss, dass ja du die Platten, die holst du dann ja auch erst kühlst, ne? Und je länger die heraus sind, werden die natürlich wieder weicher. Genau. Genau. Und damit da halt wirklich nichts passiert und damit auch, weil das natürlich ein, ihr müsst euch dessen bewusst sein, es ist natürlich ein bisschen ein kritischeres Material. Also es ist jetzt kein Papier. Ja, und es kann auch von Wachsplatte zu Wachsplatte ganz unterschiedlich sein, was da rauskommt. Also ich habe eine Wachsplatte in Silber, die ist wesentlich fester und stabiler als meine weiße. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, oder eine Rosane von einem anderen Hersteller, die ist zwar dünn, aber auch stabil. Also das heißt, da muss man wirklich ein bisschen ausprobieren und schauen, und nicht jede Wachsplatte ist gleich. Und die Vorbereitung ist alles. Also man muss wirklich gut vorbereitet sein. Das heißt, ich habe mir meine Kerze schon vorbereitet. Ich habe mir meine Matte vorbereitet. Ich zeige Ihnen jetzt vorher auch noch die Wachsplatten. Ich bin ja damals durch ganz Budapest gelaufen, weil ich kein Geschäft gefunden hatte mit Wachsplatten. Ich wollte das auch machen für eine Taufkerze. Ich habe es dann auch gemacht. Das habe ich irgendwo auch, muss ich mal raussuchen. Und ich habe dann auch oben gearbeitet zu Hause und unten war der Kühlschrank. Und ich bin, also es war Stress pur, dieses alles fertig zu kriegen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ja. Also deswegen habe ich in meinem Tiefkühler tatsächlich, und das ist jetzt kein Spaß, ja, immer Wachsplatten liegen. Ob das jetzt so gescheit ist, weiß ich nicht. Also man sagt ja, wenn man die zu lange einfriert, dass sie brechen können. Also das musst du natürlich selber ausprobieren, da übernehme ich jetzt keine Garantie. Ja. Aber ich habe die zum Beispiel, ich verwende gern die von Rehair Hobby. Also mit der Qualität, muss ich sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden. Also die haben so Verzierwachs, die gibt es zum Beispiel bei uns bei Müller. Und mit der Qualität bin ich eigentlich, muss ich echt sagen, recht zufrieden. Sehr gut. Aber ich glaube, da geht wirklich tatsächlich jede Wachsplatte. So, jetzt packe ich das einmal raus. Ich glaube, wichtig ist halt, dass sie nicht zu weich sind. Ja. Ich meine, ich kenne mich beim Herstellen vom Wachs nicht aus, wie schnell das dann auch nach der Kühlung, aber meine waren halt echt total schnell schmierig und ich denke, da ist auch der große Unterschied. Ne? Vielleicht genau, bei den Wachsplatten. Genau, und es ist wirklich tatsächlich dieses, man muss die durchkühlen. Ja? So mit ins Tiefkühlfach legen, damit die mal gut durchgekühlt sind. Also die sind jetzt sicherlich ein Jahr lang im Tiefkühler drin, ja, weil ich sie dann auch vergessen habe. Und habe die jetzt vor einer Viertelstunde rausgenommen und habe da so eine Tiefkühlbox, Tragetasche mit Kühlelementen neben mir stehen. Du bist super. Herrlich. Das kann ich euch nämlich auch empfehlen, wenn ihr das dann zu Hause macht. Nehmt euch so, auf jeden Fall legt euch, also die sind jetzt nicht putzt, das ist jetzt nicht rausgegangen, ne? Aber diese Kühlakkus einfach nebenbei auf dem Schreibtisch, ja, weil die sind tatsächlich mega praktisch, man kann das jederzeit wieder zwischendurch kühlen. Kann ich euch sehr empfehlen, da tut es euch einfach leichter aus, wie jedes Mal zum Tiefkühler rennen und wieder zurückrennen. Genau. Ja? Also für jeden guten Haushalt, der das hat, ich habe sowas nicht. Aber ich glaube, das wäre, mir fehlen so viele Basisdinge, glaube ich. Ich bin da ganz schlecht in. Kinder, oder? Hat man nicht, irgendwer hat einmal gesagt, wenn man Kinder hat, haben wir solche Coolbags immer im Tiefkühler liegen. Ja, wir haben so Coolbags, diese mit diesen, die weichen, aber auch diese Tasche, dass ich so wie du es dann praktisch neben mich stelle, damit es auch kühl bleibt, das habe ich nicht. Ah, okay. Die ist tatsächlich ein Werbegeschenk gewesen, ja, von einem österreichischen sehr guten Schokoladehersteller. Und ich liebe sie. Also die ist so praktisch, weil die ist so mini klein. Also kann ich das sehr empfehlen. Und du hast wahrscheinlich so weiche, gell? Ja, also genau. Die gehen natürlich genau. Auch. Ja. Ja. Die sind super. Genau, also Coolpacks auf jeden Fall auf das daneben hinlegen. Das Kerzenwachs. Und beim Kerzenwachs, also egal, ob das jetzt Reiher ist, weil die Christina da gerade fragt, genau, also das war Reiher. Wenn ihr da, egal was ihr nehmt, wichtig ist, bei dem, so wie es ich jetzt mache, ich habe hinten drauf ein Trägerpapier. Ja? Und ich lasse das auch drauf. Ich tue das nicht runter, sondern ich lasse das drauf und pick das direkt mit dem auf die Matte. Also ich zeige euch das jetzt mal kurz, wie ich das dann mache. Ich nehme eine bei Quick hat die hellblaue Matte, also eine leicht klebende Matte. Gott sei Dank erst geputzt habe.
Das muss man jetzt natürlich fairerweise dazu sagen, also Kerzenwachs, es kann natürlich sein, dass euer Plotter danach vielleicht ein bisschen Kerzenwachs irgendwo drauf hat. Also da schlagt es mich jetzt bitte dann danach nicht, wenn euer Plotter danach dreckig ist. Ja, das Messer vor allem wahrscheinlich, gell? Genau, da kann ich jetzt leider keine Garantie dafür übernehmen, dazu komme ich aber gleich noch. Aber jedenfalls, ich biege das dann einfach so drauf und während ich dann jetzt die Gerät, also ich nehme jetzt dann noch eine weiße, frisch aus dem Tiefkühler, zeige es nur mal mit der hier, legen wir noch ein Backpapier drauf und fülle das in der Zwischenzeit. Damit ich einfach ein bisschen mehr Zeit verschaffe, damit ich da einfach keine Schwierigkeiten habe und damit es mir nicht zu warm wird. Wer jetzt auf Nummer sicher gehen will, legt unten auch noch eine rein. Macht das wirklich. Dann ist man safe, safe. Ja? Dann ja. Kühlt das inzwischen weiter durch. Schaut jetzt natürlich ein bisschen blöd aus, ja, aber das Ergebnis zählt. Genau. Genau, und weil du gesagt hast, Messer verkleben war ein guter Punkt. Es gibt zwei Sachen. Was kann bei so einem Plotter verkleben? Zeige ich dir nochmal runter. Beim Cricut ist es so, man hat diese Walzen da. Und ich glaube, die hat eh jeder Plotter, oder? Ja, also es gibt so diese, man kann die alle auf die Seite schieben, genau, so wie hier auch. Weil es ist einfach, wenn das Material verschieden groß ist und man das anders einspannt, damit das einfach das weitergeführt wird. Na, Führungsräder ist, glaube ich, der Fachterminus. Genau, und die sind natürlich super praktisch, aber nicht, wenn ich Kerzenwachs plot, weil ihr könnt euch vorstellen, das ist da unten natürlich kein Millimeter Platz, ja. Wenn ich da drüber roll, dann sind natürlich die ganzen Transportrollen ja, verdreckt. Ja, Transportrollen, genau. Ich sehe aber da, ich glaube, irgendwas drinnen. Lassen wir das mal unkommentiert. Gut. Ja, also. Ich habe mir gedacht, das sieht man nicht. Dann hätte es nicht so nah hinhalten dürfen, die Kamera. Also ich habe die jetzt dann halt einfach, also natürlich, ich muss dazu sagen, eins meiner ersten Projekte war Kerzenwachsplotten. Und habe das natürlich immer alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe die Rollen nicht auf die Seiten geschoben, habe viel zu viel Druck angewendet, nicht gekühlt, ja. Einfach so reingelegt, auf gut Glück. Und, ja. Aber ich finde, dadurch lernt man halt super, oder? Weil das passiert dir ja einmal und nie wieder. Und also manchmal tut sowas schon gut und dann wird es dafür danach immer einfach perfekt, weil man genau weiß, was auf keinen Fall passieren darf. Genau, also das heißt, schiebt eure Rollen auf die Seite. Ja, also in dem Fall habe ich sogar vier Stück, die habe ich jetzt alle weggeschoben. Und beim Messer selber, also bei mir biegt auch das, ich bin jetzt echt ehrlich, ja, das ist jetzt da unten noch grüne Farbe. Ich habe da wirklich mit grünem Kerzenwachs geplottet. Hoffentlich schaue Cricut nicht zu, falls ich mal Garantie brauche. und das Kerzenmesser, das Messer, da kann natürlich sich da jetzt überall dann Kerzenwachs drauf verkleben. Das war gestern auch der Fall. Ich habe das dann einfach mit Babyfeuchttüchern weggewischt. Mhm. Beim Cricut ist das ja ganz fein, weil ich habe das mit einem Eisspanner. Wenn man da hinten drauf drückt, kann man ja das Messer raustun. Genau. Das ist in dem Fall tatsächlich super praktisch. Ja. Also wer mag, kann sich dann natürlich ein eigenes Wachsmesser, sage ich mal, anlegen. Ja, ja. Oder halt einfach auch, wie gesagt, ich habe das gestern, war das total voll mit Wachs, ja. Und ich habe es einfach mit so einem Babyfeuchttuch ohne Alkohol abgewischt und das da auch gereinigt. Ja. Ich glaube, beim Silhouette, wenn ich mich nicht täusche, da kann man das aufschrauben. Ja, man kann es aufschrauben und reinigen, genau. Ja. Es schadet auf keinen Fall, dass man das vorher einmal wirklich ordentlich durchputzt. Ja, ja. Und sauber macht, weil jedes Fussel, was da drinnen ist, natürlich den Schneidevorgang blockieren kann. Ja, ja. Ja. Das heißt, ordentlich sauber machen, ganz, ganz wichtig, auch schauen, notfalls Oldie but Goldie, der Aluball, ja, einfach mit dem Aluball auch nochmal ein bisschen nachschärfen, das kann man auch zwischendurch mal machen, auch während dem Schneiden, also wenn, deswegen, wir schneiden jetzt dann auf dreimal, also frohes, fest und das Haus. Da kann ich zwischendurch reinigen, kann es zwischendurch putzen, kann mit dem Aluball nochmal drüber gehen. Genau. So, dann tun wir das wieder rein. Vielleicht jetzt noch kurz zu den Materialeinstellungen. Das zeige ich euch jetzt. Beim Cricut habt ihr die Möglichkeit, euch selber ein
Material anzulegen. Genau. Und zwar bei dem benutzerdefinierten Material. Also jetzt weiß ich, dass ich da umstellen, weil zwei Geräte gleichzeitig funktionieren nicht. Also ich finde, Martina, wir sind super high-end vorbereitet. Also ich mache es nur noch spontan, funktioniert besser, als ich plane das lang, muss ich echt sagen. Ja, also inzwischen sind wir ja schon wirklich. Eingespieltes Team. Ja, ja. Merkst du gar nicht, oder? So, und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt natürlich nur einen Quick-Cut. Ich kann euch jetzt nicht die exakten Einstellungen sagen für den Silhouette, aber ich zeige euch mal, was ich bei mir angelegt habe. Man hat da über das Plus die Möglichkeit, sich ein neues Material anzulegen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ist ganz praktisch, wenn man sich das nämlich speichert. Genau. Und sagt, das ist jetzt ein weißes, weil ich habe euch vorher schon erzählt, dass es sein kann, dass man da unterschiedliche hat. Ja? So. Und da stelle ich mir jetzt ein, dass es ein Finepoint Blade ist. Das ist dieses ganz normale 0815 Messer. Standardmesser. 0815 hat doch so einen negativen Touch. Das heißt so ein. Also nein. Es ist natürlich das ganz normale Messer. Ja, ja. Das im Lieferumfang enthaltene Standardmesser. Ja, das wäre sogar das Premium. Aber egal, wollen wir jetzt nicht blöd. Ich muss jetzt da nicht blöd fachsimpeln, weil die haben eine Premium-Klinge neu drinnen in den Starter-Sets. Oh cool, praktisch ist aber mir nicht dabei. Also ich habe mir das normale und habe mir die Klinge selber gekauft, habe aber auch noch ein rosanes, das glaube ich eigentlich für irgendwas anderes gedacht ist. Die verstärkten Stoff, wobei es ist eigentlich, die Farbe unterscheidet sich da eigentlich nur, damit man es dann selber besser unterscheiden kann. Es ist wie im Prinzip. Und bei mir ist es mein Papierschneidemesser. Das ist total super. Also ich mag das und wechsle einfach mal. Genau. Und ich gehe da jetzt runter bei dem Schneidedruck, stelle den ein auf ca. 120. Zum Vergleich, bei der Standardeinstellung von QuickCut hat Flockfolie zum Beispiel auch eine ähnliche Einstellung. Mhm. Und das könnte hinkommen, weil es geht ja nach der Dicke. Also das heißt, da müsstet ihr ja eigentlich auch beim Silhouette, wer schon mal Flock geschnitten hat, ganz gut, ja, so jetzt das mal testen ganz können. Gut zurechtkommen. Ja. Ich kann auch nur kurz erklären, falls jemand auch eine Ahnung hat, beim Umrechnen, weil das beim Cricket bedeutet ja dieses 120, das sind 120 Gramm. Es geht ja von 0 bis 6000, weil der 5000, ich glaube, der hat 5 Kilo Anpressdruck, ne? Der Cricket. 5 oder 6 Kilo, je nachdem, ich verwechsel das gerade, aber was auch immer das Maximale an Kilogramm ist, das sind die Gramm. Ja? Deswegen, man kann ja mit dem Cricket Maker, wie du ja weißt, auch Holz und wirklich ein bisschen festere Sachen schneiden. Und dieses 120 wären jetzt die Gramm. Und der Cameo 3 hat ja. Boah, wenn ich das noch auswendig wüsste, es waren vielleicht in Summe 250 Gramm Anpressdruck und der Cameo 4 hat jetzt, glaube ich, eben diese 6 Kilo und ich glaube eben der Cricket hat 5. Und da sind nur halt die unterschiedlichen Einstellungen anhand des Messer und des Druckes. Mhm. Aber damit man eine Ahnung hat, dass es eigentlich relativ wenig Druck ist im Vergleich zu dem, was die Plotter einfach für Kraft haben. Ja. Aber da könnte man im Nachhinein noch versuchen, das umzurechnen. Ich kann ja mal, ich glaube, die Melanie vom Ruhrblutkind und wir hatten da mal so eine Umrechnung, was die Gramm dann sind. Da werde ich mal nachfragen, ich kann das dann posten. Aber ich finde, der Richtwert mit Flock und einfach testen und dann mit dem Druck ein bisschen ist ja mal ein super Richtwert, damit man nicht völlig daneben ist. Genau. Und ich glaube, auf jeden Fall langsam schneiden. Das geht ja beim Silhouette, das geht jetzt beim Cricut nicht, ja. Dann würde ich auf jeden Fall langsam schneiden einstellen. Dann ist man, glaube ich, auch ganz gut dabei. Und ich glaube, du musst mich nochmal drehen, Miriam, weil mein... Ach Gott, das hat sich jetzt verändert. Das hat sich aber verändert. Das war ja, bin ja einmal kurz rausgefallen. Okay, also oh je. Okay, ich versuche, denn das wird jetzt ein bisschen komisch ausschauen, aber mach einfach weiter und ich drehe das. Weil ich kann ja dann eh einstellen, also du brauchst nur versuchen zu... Aha, mache ich. Ja. Versuchen zu drehen. Ich habe auf jeden Fall da jetzt mein Kerzenwachs eingestellt, ja, also bis daher war es jetzt noch ein bisschen theoretisch. Was habe ich gemacht? Mein Kerzenwachs
also die Einstellungen vorgenommen. Ich habe die Matte dann vorbereitet und jetzt gehen wir dann einmal auf Herstellen. Wir probieren das jetzt einfach aus. Ich habe jetzt nur so viel geredet, weil ich Angst gehabt habe, das ist verkackt. Entschuldigung. Ich blende mir jetzt noch diese Ebenen aus, die, ah, weißt du, was das ist? Das ist gar nicht... Ich habe es gedreht. Also jetzt sieht man es wieder richtig. Okay. Ich habe jetzt zwar nicht schön ausgeschnitten mehr, das passt jetzt nicht mehr, aber man sieht zumindest gut. Ja, irgendwas hat es jetzt gehabt, aber ist egal. Das ist ja total spontan, ne? Da kann das auch passieren. So, ich habe jetzt meine zwei Ebenen ausgeblendet. Ich schneide jetzt mal nur das vor. Und was ich da jetzt mache, ist, ich habe euch ja gesagt, da ist das Trägerpapier drauf. Genau. Schauen wir das da. Ein Trägerpapier drauf. Wenn ich das jetzt so auf der Matte habe und er mir das ausschneidet, dann will ich nicht den Umweg gehen, dass ich extra nochmal Transferpapier drauf pick und das Transferpapier dann nochmal runterlösen muss, oder das dann, sondern ich will das wirklich direkt mit dem Trägerpapier, das schon drauf ist, auf die Kerze drauf tun. Das heißt, ich muss es spiegeln. Ja? Ganz wichtig, das ist jetzt im ersten Moment ein Aha, warum muss ich das spiegeln? Das ist ja keine Flexfolie. Aber ich will sie wirklich mit dem Trägerpapier dann gleich direkt drauf tun. Das heißt, im Idealfall, das gelingt mir auch nicht immer, schneidet er das Kerzenwachs, wirklich nur das Kerzenwachs und nicht das Trägerpapier. Das werden wir gleich schauen, ob das auch tatsächlich funktioniert. Es ist aber nicht so schlimm, wenn es ein bisschen angeritzt ist. Es geht trotzdem, dass ich es dann mit dem Trägerpapier so drauf pick auf die Kerze. Mhm. Ja, dann das geschnittene Motiv. Okay. Oh. Okay. Wir haben. Ich ziehe es mal auch ein bisschen runter auf der Matte. Ich platziere es jetzt nicht direkt in der Ecke. Das ist immer der Punkt, der am wenigsten klebt. Aus Erfahrung geht das meistens nicht. Aber wenn ich jetzt sage, ich gehe irgendwo daher, ja, und pick mir dann die Wachsplatte dann später da auf, dann bin ich safe, dass ich auch noch genug Klebekraft auf der Schneidematte habe, da nicht zufällig auf diese eine Rolle dahin komme. Zeige ich das dann nochmal? Auf diese eine Rolle dahin komme zum Beispiel und da wirklich safe bin. Ja. Gehe auf weiter, die Größe habe ich hier schon definiert. Gehe ich mal. Wähle jetzt mein Material aus. Habe ich mir natürlich nicht gemerkt, was ich hier habe. Egal. Suche mir jetzt meinen Kerzenwachs in Weiß. Und was ich auch noch mache, ist, man kann beim QuickCut einstellen, Druck weniger. Mhm. Das mache ich auch. Also ich stelle da jetzt einmal weniger ein. Sicher ist sicher. Und soweit haben wir mal alles vorbereitet. Ich gehe jetzt schnell Kerzenwachs holen. Übernehme mal kurz, bitte. Okay, dann gehe ich mal in die andere Einstellung. Einfach nur, damit wir nicht so einen leeren Tisch sehen, und frage mal nach, ob ihr soweit gut mitgekommen seid. Ob es Fragen gibt, die würde ich natürlich jetzt gerne dann Martina sonst weiter vorlesen, beziehungsweise liest sie eh alles gut mit. Und ob soweit alles eben verständlich ist. Und ob ihr selber schon Erfahrung habt, würde mich auch interessieren, wenn ihr irgendwas anderes macht oder wenn ihr auch mit den anderen Geräten schon gearbeitet habt, kommentiert gern rein. So, ich sehe die Martina ist wieder da, ich kann quasi wieder umschalten. Ach, da kommt jetzt bei mir der Perfektionist durch, mich stören diese schwarzen Ränder, aber durch das Drehen von dem Bild, ich kann es nicht richtig nachbearbeiten. Na, pass auf, was ist das? Nein, nicht mehr drehen. Nein, okay. Dann muss ich es ja wieder ändern. Aber dann hast du die schwarzen Ränder nicht mehr. Doch, ja, ich sehe nach, aber jetzt ist ja wieder alles verdreht. Es ist wieder anders, als ich sehe. Dann drehe ich es jetzt wieder zurück um 90 Grad. Genau, dann müsst du wieder passen. Naja, nicht mehr, weil ich habe sie natürlich schon angepasst. Von dem her. Ich passe das Handy an, alles gut. Du warst nur drin. Und zwar, Moment, im Uhrzeigersinn jetzt, ne? Ja. Ah! Jetzt ist wirklich schön. Ich frage mich nur, jetzt habe ich es aber zu groß gezogen. Nein, mach du mal weiter und ich werde noch schauen, dass ich das ganze Bild schön reinkriege. Das ist nicht so schlecht. Das ist eh nicht so schlecht, weil ich tue dann einfach. Ja. So. Nee, sollte passen. Okay.
Jetzt schauen wir, ob das funktioniert. Ich pick das jetzt da mal auf. Du musst jetzt ein bisschen kommentieren. Okay, also die Martina mit unter Einbringung allen Einsatzes rollt sie die Wachsplatte fest. Empfiehlt sich auch nur bei richtig durchgekühltem Wachs, weil sonst wird das, glaube ich, echt eine Sauerei. Ja, wobei, du hast eh abgedeckt. Ich mache nochmal kurz nach, ja. Roll. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das funktioniert. Das drückt uns die Daumen, das ist so ein Live-Moment. Auf jeden Fall, ich habe so eine Tapezierrolle, kostet wenig Geld im Baumarkt. Die ist super praktisch, mit dem kann man das ordentlich festrollen. Also hast du auch diese andere von, die eigentlich für Stoff ist von Cricut, mit die meinst du wäre zu wenig? Nein, die geht, ich habe die einfach nur nicht. Ja, aber wahrscheinlich die vom Baumarkt ist auch breiter, ne? Ist vielleicht auch gut bei Wachsplatten, wenn man das in einem macht. Ich muss kurz weitermachen, sorry, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja, ja. Ja, logisch, wir haben es jetzt eilig. Genau, ich ziehe jetzt auch den Blotterstückel vor, damit er da hinten nicht ansteht, habe das rein, dann habe alles vorbereitet, ziehe die Matte ein und das ist jetzt echt immer der Moment, wo ich mir selber einfach nur, habe ich gespiegelt? Ja. Mir selber Glück wünsche, dass das jetzt funktioniert. Meine Daumen sind gedrückt. Und weil ich gerade die Frage sehe, ob ich Erfahrung mit dem großen Cameo habe. Also ich kriege ihn, also er ist bald am Weg zu mir. Und dann kann ich erst darüber berichten, aber ich werde darüber definitiv berichten, liebe Heidi. So, ich zeige euch jetzt da ganz kurz, was der da macht. Ja. Und ich schaue da jetzt natürlich mit. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass er irgendwie hakt, drücke ich auf Pause und mache zwischendurch einen Check. Und jetzt versteht man wahrscheinlich auch, warum so eine ähnliche Flock-Einstellung, weil du ja oben was drüber hast und dann die gekühlten Platten, die ein bisschen härter natürlich sind, deswegen muss man damit ein bisschen mehr Druck ran. Nur noch mal. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht zugehört. Macht nichts. Ich habe nur noch mal wichtige Kommentare gelassen, wegen warum die Flock-Einstellung da gut genug, weil du einfach oben drüber ja auch was eine Abdeckung hast und die gekühlten Platten, die ein bisschen fester sind und deswegen braucht man da auch ein bisschen mehr Druck. Das war alles, was ich sagen wollte, weil Wachs ja eigentlich mal das mit was Weichem verbindet und man vielleicht Angst hat, da zu stark drauf zu gehen. Aber ab dem Moment, wo es gekühlt ist und noch ein Papier drüber, braucht man natürlich da höhere Einstellungen. Genau. Ein bisschen, aber nicht, ja, nicht zu viel, natürlich nicht. Ja, also dieses, also ich habe schon gesehen, er hat das jetzt ganz gut geschnitten. Ich kühle das jetzt gerade nochmal, bevor ich es im Gitter. Kann man uns inzwischen das Messer anschauen. Ihr seht es, also es ist da schon ein bisschen ein Dreck drauf, ja, ein Kerzenwachs. Deswegen nehme ich mir jetzt mein Feuchttuch und wische da zwischendurch einmal drüber. Und Caroline fragt gerade, welches Messer, das ist die Fine Point Blade, also einfach ein Standardmesser von Cricut. Ah, danke Marion, hat eh auch geantwortet. Genau. Ja, genau. So, das heißt, da haben wir da einmal kurz drüber gedacht. Dann habe ich ein Skalpell, mit dem ich jetzt weiter arbeite. So, zuallererst zeige ich euch das Ergebnis. Die Platte lasse ich mal da liegen. Wie er geschnitten hat, ihr seht, das schaut super aus. Ja. Ja. Also normalerweise schneide ich nicht mit dem Skalpell auf der Matte, aber jetzt in dem Fall ist es einfach die sichere Variante. Ja. Du, wenn du magst, du kannst auch gern, weil du vorher gesagt hast, runterdrehen, dass, wenn du das zeigen willst, dann schalte ich die Kamera um und schaue, ob das auch kommt. Achso, ich habe gedacht, mit einer anderen wolltest du. Achso. Na, du kannst das machen, was dir besser ist. Nein, ich glaube, es geht besser. Okay. So. Aha, super. So, ich hoffe, ihr seht es ganz gut. Ja. Ich glaube, es muss gehen, ja. Was ich auch mache, ist, ich nehme die Matte und drehe sie jetzt um. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Und ziehe das jetzt ganz vorsichtig ab, weil, so wie ihr seht, ja, klar, ist es jetzt auch bei mir so, dass das dann natürlich ein bisschen, wie sagt man? Durchgeschnitten hat, meinst du?
Ja, danke. Das kann natürlich passieren, aber es ist nicht schlimm. So nicht verzweifeln, jetzt in dem Moment nicht die Nerven schmeißen, schreien und sagen, so ein Scheißdreck. Also lass mich raten, wäre keine Kamera an, würde das gerade passieren? Nein, gar nicht, weil in dem Fall weiß ich ja schon, dass okay. Das kein Drama ist. Ja. Aber deswegen warne ich euch jetzt vor, weil es könnte natürlich, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, könnte man jetzt natürlich dazu tendieren, zu verzweifeln. Aber ich finde das super, dass dir das jetzt auch passiert ist, weil man einfach auch sieht, dass es einfach passieren kann und dass man trotzdem da gut weitermachen kann. Und ja, und dass es nicht schlimm ist, nicht? Genau, genau. Einmal das da drauf blicken. Während ihr das nicht verwendet, also das kühle ich mir jetzt natürlich inzwischen wieder, kann man es gut in Backpapier einschlagen, damit es nicht zusammenpappt. Weißt du, dass ich meine Kühltasche hoffe, dass es kalt genug bleibt? Das ist jetzt wirklich der Live-Test, das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Nehmen wir dazu eine grüne Unterlage, dann seht ihr das nämlich besser. Perfekt. Mehr Kontrast. Ja, das ist gut. Ja. Oh. Und jetzt entgittern wir das Ganze. Wer mag, kann sich auch die Kühlplatte unterlegen während dem Gittern. Also das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Ihr könnt da fast nicht genug kühlen. Mhm. Sorry, ich habe es vergessen. Zum Abziehen von der Matte ist so ein Spatel. Ja, so ein Spatel ist super praktisch. Also den kann ich wirklich empfehlen. Ja. Ich auch. Also bei Papier auch. Ist wirklich super. Da kann man perfekt runter reinfahren oft. Ja. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Also viele Kranken muss dann, auch wenn da jetzt was reißt, das kann passieren. Nicht die Nerven schmeißen. Mhm. Das ist das Schöne am Wachs, da kann man echt viel pfuschen. Das heißt, du ziehst jetzt den Wachs ab, so wie das richtige Entgittern. Wow, das lässt sich ja teilweise richtig gut heben. Ja. Und das, was liegen bleibt, ist dann das, was auf die Kerze kommt. Also das ist ein ziemlich geiler Moment, muss ich euch gerade sagen. Wenn das tatsächlich. Ich bin auch gerade voll fasziniert. Ja, oder? Ja. Legen wir das einfach auf die Seite und diese kleinen Teile da drinnen. Umso besser das durchkühlt ist, also wer Zeit hat, im Stress sollte man es jetzt nicht unbedingt machen. Ja? Nochmal in die Tiefkühler dazwischen legen, dann geht es halt noch besser nicht. Mhm. Also falls quasi das nicht schön rausgenommen werden kann, nochmal rein einkühlen und dann geht's. Genau. Okay. Und da dann halt vorsichtig. Also ich bin fasziniert doch, wie dünn das, du das geschafft hast. Also ich finde es. Ich habe ja damals so einen Elefanten gemacht und dass der jetzt nicht filigran war, kann man sich wahrscheinlich denken. Und habe das sicher nicht so schön hingekriegt wie du. Und das Schöne ist, nachdem man es ja spiegelt, und da jetzt, ich weiß nicht, man sieht das, sind so ganz kleine Unebenheiten drinnen vom Schneiden vom Messer, aber nachdem ich es umdrehe, wird das ganz glatt. Ja. Und man sieht das nicht mehr. Super, ja. Weil ich es spiegel, nicht? Also dann ist das auch weg. Verwendest du das gerade so ein Paper Punch Ding, wo man eigentlich so Löcher macht im Papier? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Warte, ich zeig's dir gleich. Ja, genau, ich habe das, warte mal, ich habe das hier auch irgendwo. Das ist einfach wie so eine Nadel. Ja, ich glaube, das ist so zum Löcher machen, normal für Papier, für frag mich nicht. Also ich arbeite mit folgenden Sachen. Einerseits einer Pinzette, weil das ist das, mit dem ich eigentlich am meisten mache. Ja. So eine mit Gitterungshaken. Schere. Die ist übrigens, ich liebe sie, die ist wild. Ja, die ist extrem scharf und spitz, man muss auch richtig aufpassen. Ja. Und eben ein Skalpell, ja. Okay. Ja. Ich mache das jetzt nur gerade. Eine Prickelnadel.
Okay, danke Nadine. Paper Punch ist auch ganz was anderes. Aber ich dachte, das ist so. Prickelnadel ist das dann zum auch Löcher machen für irgendwie dann zum Weiterverarbeiten. Und ich muss jetzt gestehen, out of my comfort zone. Also. Sohn eigentlich, ne? Das ist halt natürlich, aber das kennen Sie ja alle, wenn man gibt dann eine Frimmelei. Ja. Das gehört einfach dazu, aber ihr seht, es funktioniert Ja, einwandfrei. Echt schön. eigentlich ganz gut. So. Jetzt haben wir über Wachs Folgendes gelernt. Wird es kalt, ist es fest, wird es warm, wird es weich. Folgendes Problem, also wir haben das jetzt. Ich lege das wieder auf die Seite. Jetzt will ich das natürlich auf meine Kerze bringen. Da ist immer ganz gut, sich irgendwas drunter zu legen. Also, damit das ein bisschen besser haltet. Ich hoffe, es sitzt im Dreck am Fetzen nicht. Das ist der Einzige, der gerade rumliegt. Okay. So, das heißt, ich kann das jetzt nehmen und da drauflegen. Ich schaue circa, wo ich das positioniere. Wer sagt, nein, das ist immer noch ein bisschen zu ungenau, schneidet sich es halt einfach noch mal ein bisschen zurecht. Dann kannst du es auch wirklich schön positionieren. Und ihr seht, ja, es ist halt jetzt durchgeschnitten, ja, aber es ist nicht so schlimm. Ja. Schaut circa, wo ich das haben will. Es ist nicht so einfach, so halbwegs gerade ist. Naja. Das Haus darf man natürlich nicht vergessen, kommt auch noch dazu. So. Und jetzt vorsichtig anwärmen. Also das ist wirklich was, wo ich sage, jetzt haben wir es ja wirklich gut kühlt. Das heißt, ich brauche jetzt ein bisschen eine Wärme von meiner Hand. Wer mag, kann mir zeigen. Kommt jetzt ein So einen Föhn verwenden. Ich habe mir leider gerade keine Steckdose. Das sieht wahrscheinlich nicht aus. Aber da muss man dann wahrscheinlich wieder aufpassen, dass man das auch moderat einsetzt, ne? Also ihr seht mich jetzt hier, ich gehe jetzt da einmal rüber. Genau, und jetzt muss man ganz vorsichtig. Und das reicht auch schon, dass man das nur ganz vorsichtig da ein bisschen anfühlt, ja. Und dann halt mit ganz leicht festdrückt. Jetzt schauen wir, ob wir es runterziehen können. Ja, Genau. das geht ja super. Voll schön, Martina. Das sind diese Momente, wo ich mich einfach freue. Wenn da jetzt noch ein bisschen was drinnen ist, kann ich ja nochmal ein bisschen nachgehen. Aber ja, das macht dann halt Spaß. Das schaut Also das ist richtig, genau richtig der gut Moment, aus. wo man sagt, okay, hey, eigentlich geil. Ja. Also, finde ich. Und dieses Weiß auf dem Grün ist Weltklasse. Und das ist eben genau das, was mich so gestört hat, dass ich das nicht zusammengebracht habe mit dieser Wasserschiebefolie oder mit ähnlichem, ja, dass ich wirklich weiß auf grün mache. Ja, Ja. ja. Und da geht es halt ganz gut. So, und die nächsten machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Das heißt, weg. Ich mache Ja. mal. Die Tina schreibt auch super Ergebnis. Ich bin auch gerade völlig geplättet, wie toll das ist. Und echt, echt wunderschön. Ja, ab und zu, wie gesagt, man muss halt ein bisschen mutig sein. Ja. Blenden wir da das jetzt nochmal aus, blenden wir das da wieder ein. Ich sehe jetzt alle noch vor Weihnachten nochmal ganz schnell den Plotter anwerfen und Wachsplatten machen. Für den Adventskranz ist vielleicht zu spät, beziehungsweise die letzten zwei Kerzen noch austauschen in neu designte. Kann ich Das mir ist ja das Schöne, vorstellen. was kann man damit alles machen? Also die Möglichkeiten sind ja wirklich Ja.
unendlich, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber da fragt gerade jemand, wie die Folie in der Kerze abbrennt. Das ist, ich glaube, du bist nicht von Anfang an dabei. Es ist keine Folie, es ist wirklich nur Wachs. Und das war das, also das Papier, wo das Wachs, die Wachsplatten kommen. Und am Ende bleibt auf der Kerze auch nur Wachs, weil es eben auch der Martina darum ging, dass man die Kerze eben wirklich anzünden kann, ohne dass da Folie dran ist. Genau. Und die Sigrid ist auch ganz begeistert von deiner Erklärung und vom Ergebnis. Gut, das ist ja wirklich ein Lob. Also. Ja, wenn ich Sigrid, ne? Da werde ich gleich rot. Also. Der Ritterschlag. Ja, das heißt was. Also. Ist ja tatsächlich ein Plot, nicht? Also. Weiß nicht, schaut es bei dir auch immer so aus, wenn ich brauche? Also ich sitze hier gerade im Chaos und ich bin froh, dass die Kamera momentan nur in eine Richtung zeigt, weil rundherum, ich habe mich schon halt durchgewühlt, dass ich zum Tisch komme. Ja, es schaut bei mir auch sehr aus. Aber wo gearbeitet wird, da muss es auch irgendwie ausschauen. Man kann ja nicht im, ne, geht ja nicht. Nicht immer alles, also das nennt man kreativen Prozess. Genau. Gut, so. Lotte, dann steht da vor. Noch mal an. So. Messerladen wäre nicht blöd, gell? Sonst geht's nicht. Mhm. Mir passiert es leider Gottes ab und zu. Sauber gemacht habe ich's. Das ist jetzt wichtig, auch wenn man schnell arbeitet. Dann nochmal drüber putzen, sauber machen. Ja. Und das ist eben genau das, worum ich sage, okay, jetzt dass ich euch das jetzt nochmal zeige, ist mir jetzt gerade wichtig. Weil wenn da jetzt irgendwo was drauf biegt und das nicht ordentlich funktioniert, und ihr seht schon jetzt, dann während ich rede, vergehen sicherlich schon wieder 2 Minuten, kühle ich das zwischendurch einfach. Ja. Also hier kommen dabei Begeisterungsantworten und dass viele, die es eigentlich nicht so mit Kerzen haben, jetzt richtig Lust auf Kerzen haben und auch schon noch dabei sind, quasi zu schauen, wo Wachsplatten zu kaufen sind. Ja, also die gibt es eigentlich in jedem Bastelladen, in jedem Baumarkt. Ich habe das jetzt nur falsch platziert. In jedem Baumarkt, in jedem gut sortierten. Also ja. Das ist wirklich was, man kennt das halt nur von früher, von diesen, keine Ahnung, wenn man seine Erstkommunionskerze gemacht hat. Ja. Ich habe nur kurz nochmal neu positionieren müssen. Gut. Sicher ist sicher. So, jetzt. Die Sandra schreibt auch, tolles Ergebnis und wirklich ein super Video, aber ich sehe schon Wachsplotten am besten im Winter bei Minusgraden auf der Terrasse. Ja, im Sommer. Ich habe die Kerze für meine Schwester nicht im Sommer gemacht. Also ja. Es geht. Ja, ich denke auch, wie gesagt, wenn du diese Kühlelemente hast und so wie du es heute halt zeigst, dann funktioniert das schon ganz gut. Genau. Die Monika schreibt, sie hat ihre Platten verschenkt. Mist. Ich glaube, da kommen bald neue. Schon geil. Manche haben gerade bestellt und am Nachmittag wird aus. Super, also ich bin echt begeistert. Ich glaube, da entstehen jetzt wirklich noch schöne, schöne Kerzen. Und wer Lust hat, bitte gerne auch immer posten, dass ich das auch sehe. Ich freue mich immer extrem, wenn dann auch Ergebnisse gezeigt werden. Ja, unbedingt. Wir wollen das natürlich sehen. Mich natürlich auch bitte verlinken. Ja, und genau, also wer auch auf Instagram ist, ihr könnt Mrs. Artina, Moment, das muss ich jetzt nochmal reinschreiben, wie man dich dort findet. Moment. mrs.artina, oder? Oder wie sucht man dich in der Impf? Also mrs, also mrs.art.ina. Okay, das kommentiere ich jetzt rein. Auf Instagram, da findet ihr mal den Account von der Martina. Also wenn ihr da auch ganz, also du hast echt einen schönen Feed und immer tolle Tipps auch fürs Plotten. Also wer dir da folgen will, der soll das bitte gerne tun. Und dann in der Verlinkung einfach auch dich dazugeben, damit du das auch siehst, das wäre super. Auf jeden Fall, einfach markieren, ich teile das dann auch gerne bei mir in der Story, also ich freue mich da über diese ganzen Beiträge. So, ich habe das jetzt zwischendurch, ist es wieder geplottet. Super.
die ist jetzt, schneidest du zuerst. Weil das Stück, da lasse ich mir dann noch frei für das Häuschen. Das müsste ich genau ausgehen. Also man sieht jetzt nicht, was du schneidest. Das ist gerade nicht am Bild, aber das ist jetzt nicht, ist nur falls du, genau. Dankeschön. Genau, und weil dann nochmal die Frage kommt von der Birgit, ob unter und über der Wachsplatte das Trägerpapier ist oder nur drunter. Magst du antworten oder soll, also je nachdem, wie sehr du dich konzentrieren musst? Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe obendrauf kein Trägerpapier. Ich habe das versucht mit Gefrierbeutel, Backpapier, Transparentpapier, wie nennt man das? Transferfolie habe ich auch gestern probiert. Es funktioniert bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Bei mir geht es nicht. Es wird das Schneideergebnis nicht schön. Mhm. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich mache es ohne. Riskiere lieber, dass der Plotter dreckig wird und putze ein bisschen mehr. Ja, ja, ja. Also ich persönlich, aber das ist wie gesagt meine persönliche Technik. Ja. Ich mache es nur drunter. Ja. Ich hab das vorher dann eh falsch falsch kommentiert mit der Flockfolie. Ich habe echt auch gedacht, das Weiße ist nochmal so eine Abdeckung, ist aber gar nicht. Also das war mein Fehler. Von dem her nur drunter. Ja. Genau. Weil das Schneideergebnis bei mir wesentlich schlimmer geworden ist. Ja, ich kann mir einfach vorstellen, weil dann durch das Material sich ändert. Ne? Das wäre dann der Papier durch Wachs und dann ist einfach eine Änderung in dem, was es schneidet. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so schön ist, wie direkt das Material, also in dem Fall das Wachs, zu schneiden. Jetzt muss man dazu sagen, dass das, was ich da mache, wieder mal nicht gerade, also ich schneide es nicht einfach nur an, keine Ahnung, ein Motiv aus, sondern ja Schriftzüge. Mhm. Und die, wie wir sehen, nicht immer ganz, also sie sind jetzt auch nicht sehr klobig, auch noch nicht hundertprozentig fein, aber es geht halt. Und da will ich halt wirklich direkt schneiden. Ja? Ja, und wenn du da aber also dazwischen noch eine Schicht hast, eben. Ah, das geht nicht. Ja. Das ist so, ja, da machst du keine Freude. Ja. Das funktioniert nicht. Also da muss man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen beim Runtertun. So. Und dann kann man es entgittern. Ich wieder den besten Untergrund, damit ihr da was seht. Was macht man mit so Wachsresten? Das ist ja auch immer noch ein Thema. Mhm. Also ich kalte die alle auf. Und das zeige ich euch jetzt dann auch noch, wenn wir die Kerze dann fertig machen. Da kann man wirklich super schön ja, auch Verzierungen des Kerzenwachs ist ja deswegen jetzt nicht kaputt oder schlecht. Man kann das ja ganz normal weiterverwenden. Ja. Und daraus zum Beispiel Sterne machen. Ja. Seht schon, da bin ich jetzt ein bisschen flotter gewesen. Deswegen geht es auch leichter. Mhm. Die Kerze. Es ist einfach so schön. Also, und das ist auch so schön gelettert, Martina. Also echt. Dankeschön. Also das ist halt was mir halt einfach Spaß macht, muss ich jetzt echt sagen. Ja. Also für alle, die Lettern auch interessiert, du verbindest das eigentlich immer ganz gut auch mit dem Plotten, auch auf deinem Instagram-Account, um den nochmal zu erwähnen. Also da gibt es ganz viele Infos von dir zu beiden Themen. So, jetzt drücke ich das einfach fest. Wie gesagt, kann man kurz drüber föhnen. Das kann man, muss man auch nicht machen. Das war schon fast ein bisschen viel. Ah, schön. Genau. Da kommt gerade, oh, ich bin begeistert. Es kommt eine Frage, kann man die Wachsreste auch einschmelzen und zum Eintauchen oder Kerzengießen verwenden? Oh, keine Ahnung, aber rein theoretisch, nachdem es Wachs ist, müsste es eigentlich funktionieren. Ja, also
ich bin jetzt auch zu wenig Wachsexperte, ob es Unterschiede gibt beim Erstellen, ob das so Tunkwachs irgendwie flüssiger oder da weiß ich, jetzt wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich würde es auch dann entweder probieren oder im Geschäft vielleicht fragen. Ich denke, dass die das oft wissen, ob die sich anders zusammensetzen oder so. Gute Frage. Hm. Ich weiß nur, dass man es auf jeden Fall trotzdem ganz normal weiterverarbeiten kann. Also ja. Schneiden zum Beispiel ist super, auch ganz natürlich. Ich schneide es dann nebenbei das raus noch. Lasst euch nicht irritieren. Das haben wir jetzt eh schon zweimal hier. Zeigt, wie ich das mache. Ich verwende jetzt auch nochmal meine Kerzenreste. Eigentlich möchte ich ja noch zeigen, also noch nicht. Es gibt noch zwei Tricks, die ich euch zeige, nämlich einmal, wie man den Schnee macht und wie man eben aus diesen Kerzenresten einen Stern formt. Nämlich einen easy peasy Stern, der das Ganze halt aufhebt. Super. Haben wir überhaupt noch Zeit? Ich habe Zeit. Ich habe gerade vorher auch eine SMS bekommen. Meine Familie ist unterwegs. Ich brauche mich nicht stressen. Kam so eine SMS. Also ich kann. Passt. Ich habe Zeit. Wenn ihr Zeit habt, ihr könnt euch das uns im Nachhinein nochmal anschauen. Aber es kommt noch was dazu. Ja? Also es wird noch mehr Info geben, als es bis jetzt war. Genau, es kommen noch neue Informationen. Ja. So. Nochmal drüber putzen, das ist jetzt der Schnelldurchlauf. Und ihr seht schon, es geht ja dann eh zackig, wenn man dann nicht zu viel nebenbei hier quatscht. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass das mit dem Kühlen tatsächlich funktioniert hat. Hätte ich mir jetzt nicht erwartet, dass es so gut geht. Ja. Nein, also ich bin auch ganz begeistert. Oh, die Silke fragt sich den Silhouette 1, ob sie sich da auch trauen kann. Also ich würde sagen, definitiv ja, liebe Silke, weil es geht ja hier mehr um den Prozess, wie man die Wachsplatten richtig vorbereitet und kühlt und lagert und schneidet und als jetzt um das Gerät. Das sollte ja, da musst du nur halt schauen wegen den Einstellungen. Da hat eben die Martina gemeint, sich eventuell an Flock-Einstellungen zu orientieren. Aber natürlich geht es auch mit dem Silhouette 1. Da musst du nur beim Messer schauen. Das wird natürlich mit der Ratschenklinge noch aufgeschraubt und anders gereinigt. Es geht nicht ganz so flott wie hier beim Cricut, aber es spricht absolut nichts dagegen, das egal mit welchem Gerät eigentlich zu probieren. Genau. Jetzt sieht das genau nicht aus. Das hasse ich. Ich wäre sicher. Wäre jetzt blöd, nicht? Also wenn das jetzt genau beim letzten Mal nicht funktioniert. Aha. Aller guten Dinge sind drei. Das wird klappen. Ja. So. Naja, ich habe versucht, auf diese Schnipsel da das jetzt noch das Haus drauf zu machen und es geht sich um einen Millimeter nicht aus. Ach, okay. Und bevor ich jetzt da anfange mit SnapMat, obwohl es wirklich cool ist, ja. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen, das erspare ich euch. Das machen wir jetzt nicht. Sonst wären wir nicht mehr fertig. Nur für alle, die jetzt nur das Wort SnapMat gehört haben, das ist die Variante für Cricut, wo man sich eben auch was auf die Matte gibt, ein Foto macht und dann positionieren kann. Ähnlich der Big Scan-Matte bei Silhouette und beim Brother braucht man das nicht, weil da kann man ja einscannen. Ja, aber das sind die drei Pendants quasi von den drei Geräten. Das Haus geht wirklich easy peasy, rucki zucki. In 2 Sekunden fertig. Zack. Aber ihr seht jetzt auch, warum ich mich ganz bewusst dafür entschieden habe, dass ich das wirklich auf 3-mal mache und nicht auf einmal. Weil wenn man das auf einmal schneidet, kann funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber dann was schief geht. Ja. Ist aber halt da. Und mir persönlich ist das Risiko einfach zu groß. Ja. Also beim Haus ist jetzt einfach, das brauche ich nur runterziehen. Habe ich einmal das Haus und ihr seht, und das finde ich so cool. Entschuldigung, aber wie süß klein ist bitte dieses Herz. Ja. Oder? Und das finde ich so arg. Ich meine, wie klein kann man mit diesem Kerzenback schneiden. Ja, also da bin ich auch echt richtig baff. Echt gut.
So, das legen wir jetzt mal alles auf die Seite. Ja. Das sage ich nur, weil nochmal die Frage kommt, auch ob auch Brother-Besitzerinnen schneiden können. Silvia, ja, da musst du halt einfach auch an die Schnitteinstellungen dich rantasten. Wenn du schon mal Flock damit geschnitten hast, dann ungefähr die Flock-Einstellung mal probieren, eher mal lieber moderat beginnen, bevor es zu fest wird. Und dazwischen halt auch immer reinigen und die Messer reinigen und so weiter, damit das funktioniert. Aber natürlich geht das auch mit Brother. Wie das jetzt wäre mit den neuen DX-Serie, da würde ich dann den Halbschnitt natürlich nicht aktivieren und dann weiß ich nicht genau, weil der ja eigentlich das Material erkennt. Da müsste ich ehrlich gesagt wirklich testen, das kann ich jetzt nicht sagen, weil der ist ja eigentlich, stellt das ja selber ein. Aber für die anderen, die noch mit der CM-Serie und mit dem Messer zum selber einstellen arbeiten, sehe ich da gar kein Problem. Das ist eigentlich eine gute Frage. Also falls die ich habe vorhin, glaube ich, gesehen. Also falls jemand mit Brother mit DX da Erfahrungen hat, das würde mich jetzt echt gerade interessieren. Das muss ich mir fast merken. Weil durch dieses Automatikmesser, ob das bei Wachs dann irgendwie, müsste man probieren. Also ich habe die DX, ich habe nur, glaube ich, keine Wachsplatten. Und wenn ich dann wieder durch Halb Budapest gehen muss, wenn ich welche finden soll zu Hause, probiere ich es aus. Okay. Doch, die Andrea, ach super, die Andrea ist ja Brother-Expertin und sie schreibt, sie macht das mit dem DX genauso. Sie setzt das Automatikmesser jedoch in den Minusbereich. Okay. Danke, liebe Andrea. Ganz, ganz tolle Information. Super. Im Übrigen, die Andrea macht auch ganz tolle YouTube-Videos. Findet man unter Kreativchalet mit charmanten Schweizer Akzent. So. Gut. So. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, wie man dann eben aus diesen Kerzenwachsresten einfach so Sterne macht. Mhm. Beziehungsweise dann im nächsten Schritt, wie man diesen Schnee da macht. Also von diesem, ihr habt ja da eigentlich genug Reste über, die ihr verwenden könnt. Ich empfehle euch, ein Metallmaterial zu verwenden, weil ihr mit dem einfach gerade und saubere Linien zusammenkriegt und dann nicht die Gefahr ist, dass ihr mit dem Skalpell irgendwie das Lineal kaputt macht, gell? Ja, also da irgendwo, wie schneidet es uns die Mitte? Und dann wirklich ganz feine Linien. Das ist nämlich das Schöne am Kerzenwachs, da kann man so richtig. Das sehen wir jetzt auch gerade nicht ganz, falls du. Achso, sorry. Ich zeige sie gleich nochmal her, man muss halt doch 3-4 Mal machen. Und jetzt da unten noch dazu. Und was ich persönlich halt noch schön finde, ist bei diesen Kerzen, wenn man die, da steht jetzt so rauf oder so, einfach mit dem Skalpell drüber gehen und so ein bisschen ausstreifen, dann kann man da wirklich wie so einen, sagt man da, Sternschnuppeneffekt machen. Sieht man das jetzt da? Ja. Also einfach so drauf, und das geht mit Blumenranken oder eben auch mit so einem Stern. Funktioniert das tatsächlich sehr gut. Und so könnt ihr da halt einfach Sterne drauf machen. Dann machen wir jetzt aber nur zwei Streifen, weil da geht es nur darum, euch mal das Prinzip zu zeigen, dass man diese Kerzenwachsreste halt auch einfach ganz einfach weiterverwenden kann. Man kann auch einen Keksausstecher nehmen zum Beispiel. Das ist gerissen. Immer ganz kühl. Auch da empfiehlt sich natürlich, das vorher wieder zu kühlen. Dann braucht man halt einfach ein bisschen. Das ist dann die fummeligere Arbeit. Ja. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist einfach diesen Effekt, wenn man da das festbiegt und einfach so ein bisschen ausstreift. Das ist vielleicht, wenn man nicht gut hinsieht, aber. Und kann man da quasi korrigieren, wenn das weggestrichene, dann kratzt man wahrscheinlich ganz vorsichtig so lange, bis es eben nicht mehr da ist. Das ist nämlich der Vorteil an diesen Rustikkerzen, da fällt das überhaupt nicht auf, wenn man das ein bisschen. Ja. Genau. Und da würde ich halt jetzt noch ein Kreuz drüber machen, so wie da. Ah, da kommt noch ein toller Tipp von der Andrea, weißt du was? Was sie auch noch kühlt. Das Messer.
Ja, das ist natürlich, Das ist eine das ist super Idee, damit das auch noch kann. Ja, natürlich. logisch. Danke, Andrea. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Also das Ja. ist wirklich ein sehr praktischer Tipp. Genau, und zu guter Letzt für den Schnee da drauf habe ich so einen Wachsliner, heißen die. Die sind jetzt zum Schreiben eher nicht so praktisch, aber für zu tupfen sind die natürlich super. Und wenn man das jetzt kombiniert, lässt sich da halt jetzt super easy eigentlich Schnee machen. einen Schnee drauf machen. Super. Gibt es das in verschiedenen Farben? Den gibt es in mehrere Farben. Ja, ich habe jetzt leider nur einen weißen, weil ich das jetzt sonst nicht verwende, weil ich einfach nicht damit zurechtkommen bin. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht ganz nett ist, wenn man was wollte ich jetzt sagen? Mit dem Wachs, was man damit noch machen könnte, mit Ah ja, diesem. nein, wenn man eine Schablone schneidet und wenn man sich die Schablone dann mit dem Kerzenwachsliner Aus bastelt. dem Ausfüllt sozusagen, ja. Genau. Ja. Also das heißt, und da kann man halt jetzt wirklich größere, kleinere Super. Tupfen drauf machen. Vielleicht auch da oben um das Herzen herum. Und das sind halt, wenn man da ein bisschen die Techniken kombiniert, lassen sich da halt wirklich schöne Effekte zaubern. Aber gerade so zu Weihnachten oder so schaut das halt wirklich nett aus, wenn man so ein, dieses Häuschen da so ein bisschen Toll. anschneiden lässt. Ja, so, das war's eigentlich. Die Kerze steht und Ich bin restlos begeistert. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich einige Tipps gesammelt für wunderschönes Verzieren von Kerzen. genau, ich Super. stelle euch da noch mal den Lasten davor, dann sieht man das noch ein bisschen besser. Und das Endergebnis. Und wer kriegt die Kerze jetzt? Hast du deinen Mut? Das ist eine gute Frage, soweit habe ich noch gar nicht gedacht, Achso, ich habe aber. gedacht, du hast irgendwas erwähnt gehabt am Anfang, aber dann habe ich das falsch in Erinnerung. Okay. Na, die kriegt eine, die braucht irgendwas fürs ganze Jahr, weil die kann jetzt nicht das ganze Jahr, Ah, okay. die. Also das ist einfach zu spät, weil sie kriegt es Ja. zu Weihnachten. Ja, okay. Aber du wirst sie sicherlich noch eine Kerze kriegen. Genau, also ich zeige euch jetzt nochmal das im Detail. Warte, die Spur rechts, ah, genau. Ist nicht Wie ganz fein das zentriert, genau. jetzt Ja, es ist angeschnitten ist. unglaublich. Und dadurch, wie du sagst, weil du auf der anderen Seite schneidest, weil du es gespiegelt machst, ist eben Genau. diese, wo das Messer rein und raus geht, diese kleinen Unfeinheiten nicht zu sehen. Deswegen schaut es auch so richtig, richtig toll, also so glatt und schön aus. Genau, und wenn man jetzt sagt, und das finde ich halt cool, wenn man es mit diesem Candyliner sieht, man diese 3D-Struktur Ja. und schaut das wirklich aus wie Schnee, nicht? Ja, ist wirklich toll. Super. Die Kerze. Und wie gesagt, für alle, die es jetzt vorher verpasst haben, also es geht schon feiner, da sieht man jetzt nochmal den Vergleich zwischen den zwei Ja. Kerzen und auch wie fein tatsächlich man damit schneiden kann. Super. Und es Sigrid geht. klatscht auch dreimal, nur dass du weißt. Ja, also das ist jetzt so das Endergebnis. Super. Also ich bin total happy mit dem, was du gemacht hast, dass das auch so spontan funktioniert hat, dass das jetzt alles, also echt grandios, Martina. Ja, Vielen also ich Dank. freue mich, dass auch so viele zugeschaut haben. Also damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, ich schalte es noch in unsere beide Ansicht, damit man die ja Ja, nochmal und in jetzt größer sieht. Ja. nochmal weg. Ja, also ich sage auch allen spontanen Zuschauern auch nochmal danke, weil mich hat es auch erstaunt, dass es dann doch viele, es waren glaube ich maximal 150 Mal dabei oder so. Und das finde ich für ohne Ankündigung echt super, Das stimmt. dass ich mir überlege, ob ich jetzt nur noch spontan live gebe. Ja, bei dem Stichwort nur, ich muss kurz erwähnen, wegen nächster Woche. Ich bin nächste Woche jeden Tag um el gegen 11 auch live zusammen mit Oma Plot. Wir machen so eine Beginnerwoche für Plot-Anfänger, besprechen Flex
also Heißtransferfolien am Montag, Vinyl am Dienstag und dann für die ersten Beginnerschritte der einzelnen Plottergeräte, Brother Mittwoch, am Donnerstag Silhouette und ich glaube am Freitag machen wir Cricket, da ist auch die Melanie von Powwow dabei, um einfach allen Anfängern ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, Motivation zu geben, dass sich auch ranzutrauen, das wollte ich nur kurz noch erwähnen. Und natürlich am Mittwoch am Abend die neue Folge der Plotter-Expedition. Und die wird richtig genial. Ich habe gestern mit meinem Gast ein erstes Vorgespräch gehabt und das wird richtig klasse. Aber da gibt es mehr Informationen Anfang nächster Woche. Also ich freue mich schon. Ich finde dieses Format von der Plotter-Expedition wirklich cool, ja, weil ihr da einfach euch so viel Mehrwert überlegt habt. Ja. Und bin schon sehr gespannt, was euch da einfallen lasst. Ich habe den Skorpion schon gesehen, bin selber Skorpion vom Sternzeichen. Also freue ich mich schon auf das fertige Ergebnis. Ja. Und ich glaube, also da auch mal ein großes Lob an dich, Miriam, dass du da eigentlich deine User da so toll abholst, ja, mit ganz vielen Tipps und Tricks. Also das ist bei Weitem nicht selbstverständlich, ja. Also bei dir kriegt man so viele Infos und danke auch, dass ich das heute so spontan herzeigen habe dürfen. Du, also mir ist eine Freude und ich muss den Dank auch zurückgeben, stellvertretend jetzt an alle, aber an dich, dass ich auch immer so tolle Gäste habe, weil das funktioniert ja nur im Austausch. Ja? Und ich finde halt das Gemeinsame und das Miteinander so wichtig und das finde ich auch so schön. Und deswegen auch, also danke zurück in dem Fall auch an dich und alle anderen, die immer auch zu mir kommen und da auch was erzählen wollen. Ich finde das toll, also mir gefällt das wirklich. Ja, und den Zuschauern sowieso und auch immer die guten Inputs und Kommentare und auch Wünsche, weil je besser ich natürlich weiß, was man braucht, desto besser können wir es auch dann präsentieren, weil das kam ja auch von dir, Martina. Du hast ja gesagt, hey, ich lese permanent auch in deiner Gruppe mit den Kerzen und deswegen machen wir das jetzt doch schnell. Und von dem her, je mehr ihr uns auch wissen lässt, was euch alles interessiert, kann ich auch das mit den Gästen perfekt koordinieren und dann sind wir alle glücklich, glaube ich. Und ich glaube, da macht es auch tatsächlich Sinn, dir auch einmal direkt zu schreiben und direkt zu sagen, hey Miriam, dieses Thema, ja, und damit es auch nicht untergeht, weil in dem Fall war es jetzt tatsächlich Zufall, dass ich das halt gelesen habe, dass da jeden dritten Tag die gleiche Frage kommt und auch meine Follower mich selber das gefragt haben. Ja. Aber eins möchte ich auf jeden Fall noch sagen, weil der Austausch wichtig ist. Wir wollen natürlich schon eure Ergebnisse auch sehen. Ja. Ja, also bitte, 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 bitte verlinkt uns und zeigt her, was ihr macht und wenn ihr das umsetzt und wenn ihr diese Tipps da irgendwie umsetzt oder verwendet, ja, dann einfach verlinken und... Ja. Und Und wie gesagt, nochmal, dich findet man vorwiegend auf Instagram unter mrs.art. Also mrs.art.ina, Mrs. Artina. Und da eben, wenn ihr auch bei Instagram posten wollt, gerne mit Verlinkung. Mich findet ihr natürlich auch auf Instagram unter Plottertante. Und dann sehen wir es auch dort und sonst gerne in die Gruppe. Und da könnt ihr uns natürlich auch markieren, damit wir es sehen. Also ich bin da immer schwer begeistert von den Ergebnissen. Ja. Super. Ja, dann tausend Dank. Ich habe gesehen, es hat jemand freiwillig gemeldet für die Kerze, nämlich meine Mama. Ja, also ich habe gedacht, ich hätte schon, ja, okay, gegen die Mama kann ich nicht an. Und bis die hier ankommt, dann ist das frohe Fest auch schon vorbei. Okay, soll gut, Mama haben. Also ich werde mir noch was einfallen lassen, wer die kriegt und wer es euch dann wissen lassen. Okay, ja, dann wünsche ich dir noch ganz einen schönen Samstag und ein ruhiges Wochenende, einen schönen dritten Adventmorgen. Und euch natürlich auch. Und dann hoffe ich, Sigrid schreibt euch auch, du bist eine ganz Liebe, bitte mehr. Schauen wir mal, was wir uns dann auch spontan einfallen lassen könnten. Ich wollte gerade sagen, wenn uns wieder spontan was einfallen lassen, soll ich wissen, dann sind wir gern wieder dabei. Also schreibt fleißig eure Fragen in die Gruppe, weil dann können wir drauf reagieren. Super, okay. Ja, dann super. Tausend Dank und dann bis zum nächsten Mal. Und euch auch alles, alles Liebe. Baba! Tschüss!